Hallo und herzlich willkommen zu Is oder Quiz, der Quizshow mit versteckter Kamera. Bonjour, Monsieur. Oh, merci, Madame. Derrière. Ja, wir sind in Siegburg und bei uns hat ja schon der Per Kussmark mit seiner Bella hier 1000 Euro abgeräumt. Liebling, ich unterbreche dich nicht gerne, aber ich tue es einfach. Der schönen Bella. Der schönen Bella, genau. Danke. Und zwar für einen guten Zweck, für die Kinderhilfe in Berlin-Kreuzberg. Und auch heute haben wir wieder eine Prominente bei uns in der Show. Sie ist ein Allround-Talent, sie macht mit den Musicals. Sie singt, sie tanzt und sie macht so verrückte Dinge wie Autorennen zum Beispiel. Und sie ist ein Mitglied von den No Angels, da hatte sie ihren Durchbruch. Ja natürlich, wir reden von unserer Lockenpracht Lucy. Auch sie kommt mit einer Begleitperson, die überhaupt keine Ahnung hat, dass sie jetzt gleich Teil einer verrückten Quizshow ist. Und wenn natürlich Lucy es geschickt anstellt, kreativ ist. Ach. Können Sie 1000 Euro mit nach Hause nehmen? Genau, natürlich auch für einen guten Zweck. Ja, sitz gerade. Prost raus. Kinder oben. Wollen wir am Anfang oder willst du mich weiter maßregeln? Das wird nichts mit dir. Ja, fangen wir einfach an. Okay, Hände weg. Nicht so aggressiv, charmant. Fang jetzt an. Ich bin ja schon ein bisschen aufgeregt. Ja, es ist immer ein anderes Gefühl, wenn man Leute auch hat, mit denen man verabredet ist. Ne? Weil sonst warten wir halt auf Leute, die einfach so kommen. Aber das ist ja ein richtiges Date, das wir haben. Und was ganz wichtig ist, ich bin ja ganz nervös, dass ja Leute auch vom Showbusiness sind. Ja. Ja. Aber wir behandeln sie ganz normal. Also schlecht. Ja. Nein, aber kennst du Lucy? Wahrscheinlich schon. Ja, ich kenne sie. Also sie ist wirklich, wirklich, wirklich aufgeweckt und sie ist ein Herz und eine Seele. Also sie ist eine ganz, ganz Liebe. Und sie hat sehr viel Temperament. Da ist sie! Oh, tatsächlich. Auf wen hat sie denn dabei? Das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Lucy. Spannst du ja gleich aus, den Typ mal. Ja, der sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Und wen hat sie mitgebracht? Das ist ihr Freund. Also Kumpel. Kumpel, nicht ihr Freund. Ich war noch nie hier. Ja, die meinten, die Küche leere wird, weil das Büro irgendwo hier... Was? Oh, wollen wir? Und die ist immer gut drauf. Die ist wirklich der Sonnenschein von den No Angels gewesen. Und die hat kein Zickenprogramm gemacht, gar nichts. Nein. Ich geh mal auf Toilette. Ja, sie macht doch einfach so mal bei uns mit, das müssen wir auch sagen. Die klettert Berge hoch, die kämpft mit Eisbären. Was? Ja, die ist so eine. Lona. Ich bin jetzt echt ein bisschen aufgeregt, weil draußen sind es, glaube ich, so 28 Grad gefühlte und wir sitzen drin im Restaurant. Und er denkt sich auch... Der denkt sich auch schon wie, so. Was hast du ihm gesagt? Ist ein Fotograf, ein ganz, ganz toller Fotograf und hat auch ganz viele Fotos von mir gemacht. Und so konnte ich ihn auch heute hier lotsen. Weil ich glaube, das ist nicht einfach, jemandem einfach zu sagen, komm mal nach Siegburg. Die Metropole, ja. Genau. Ja, oder in Siegburg. Und okay, wie hast du ihn hierher genommen? Ich habe ihm gesagt, dass eine Werbeagentur hier aus Siegburg eine Webpage für mich machen möchte mit das gesamtes Programmieren und allem drum und dran. Und er weiß, dass ich schon seit einer Weile eine neue Seite brauche. Und deswegen zahlen die jetzt alles, einfach damit ich hierher komme und dass die das für deren Portfolio sozusagen machen dürfen. Und er soll praktisch die Fotos machen? Die Fotos, machen. Genau. Sie ist eine gute Schauspielerin, ich hab's euch doch gesagt. Du, das werden wir noch sehen. Ja, das wird gut. Du, 1000 Euro könntest du ja gewinnen. Ja. Was willst du mit dem Geld machen? Für die Deutsche Welthungerhilfe. Die betreuen sehr, sehr viele Projekte überall auf der Welt. Vor allem Projekte in Burkina Faso, wo ich auch schon gewesen bin. Und ich jetzt seit vier Jahren mit allen Gewinnen, die ich schon hatte bei TV-Sendungen, eineinhalb Brunnen da gebaut habe. Und meinst du schaffst es? Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun. Ich habe wirklich das Vorteil, dass mich Robert gut kennt und der weiß, dass ich generell so ein bisschen, also wir beide haben eins an der Waffel? An der Waffel und daher
ja, konnte man sich viel Sachen erlauben. Okay. Ja, das und ist du ja hast ihm wirklich auch nichts gesagt, versprochen, ne? Nein. Lucy, hau rein. Mach und den Knopf im Ohr, dann kriegt sie noch. Sie kriegt den Knopf im Ohr. Kriegst du einen Griff in den Ohr? Jetzt keine Hektik. Keine Hektik jetzt in den letzten Minuten hier. Ich hatte mal gesagt, genau das wird passieren. Ja, jetzt mache ich nämlich noch eine Hörprobe. Kommt das? Hörst du mich gut? Ja, wunderbar. Super. Dann sehen wir dich gleich wieder. Lucy, bis gleich. Du schaffst das. I love you. Ich glaub's nicht. Gut. Dabei? Ja, aber die Kollegin hat mir was gegeben. Weißt du, wie lange ich keinen Alkohol mehr getrunken habe? Weiß nicht. Lange. Was auch? Lange. Ist das nicht willenlos? Nein, nein, nee. Nein, nur ein bisschen. So, und dann haben die mich gefragt, ob ich halt Fotos habe oder ob da neue Fotos gemacht werden müssen. Ich habe gesagt, also ich habe schon Fotos. Muss man aber dann natürlich gucken, ob, genau, dass es irgendwie passt. Vielleicht hast du dann auch irgendwie ein paar Ideen, zumindest was Farben angeht. Und sie ist immer, die ganze Zeit lügt sie einfach weiter. Und was habe ich vorhin gesagt? Sie ist so ein ehrlicher Mensch. Ja, genau. Also, eine Lüge nach der anderen. Ein ehrlicher Mensch. Wir müssen mal gucken, wir haben ja sehr unterschiedliche Sachen. Wir haben ja die kleinen bunten Sachen, dann haben wir die schwarz-weißen Sachen. Das kannst du natürlich, also wenn es davon abhängig macht, natürlich nicht einfach so mischen. So, meine liebe Lucy, wir beginnen jetzt auch endlich das Spiel. Und wenn du mich hören kannst, dann stupst du doch mit deinem Finger auf die Nase von Robert. Kleiner Puffelchen. Entschuldigung. Lucy, ich habe gedacht, stupst du nicht den Finger da reinstecken. Ja, den habe ich vielleicht extra da reingetan. Da, damit ich den dir, warte mal, ist da drin noch was? Sag mal. Blöd. Nein, Quatsch. Erste Runde, das ist die 50-Euro-Runde. Okay, eine leichte Runde zu Beginn. Wir lesen dir nacheinander halbe Sätze vor. Du musst dann den Satz ganz nach deinem Belieben vervollständigen. Hier ist der erste Satzanfang. Die Kronleuchter an der Decke erinnern mich an... Wenn ich rede, sitzt sie da so mit offenem Mund. Sie will reden, aber sie kann nicht. Sie hat die aber zu... Weil wenn du sagst, die machen eigentlich Industrie und machen, wollen jetzt Künstler machen, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Eigentlich vom Webdesigner, von der Seite. Weißt du, dass ich diese Kronleuchter an so einen Teil in eine Villa erinnert, wo wir das Video Disappear gedreht haben. Was? Die waren okay, aber genau wiederholen. Die Kronleuchter an der Decke erinnern mich an... Also die waren halt noch viel, viel größer. Und ich wollte mir sowas für Berlin holen. Ja, würde doch super reinpassen. So was kriegst du geil in, so an, nicht an Tiefbau, aber so für Trödelhäuser. Das habe ich bei mir direkt zwei Stück. Die Kronleuchter an der Decke, die erinnern mich auf jeden Fall... An? Sag noch an dazu. An die No Angels. Nein, Quatsch. An die No Angels, na klar. Aber die sind teuer, ne? Ja. Unterschiedlich. Es gibt ja erstmal, ob die neu sind oder gebraucht, ist klar. Aktiv. Okay. Und ob das wirklich Kristall ist oder nicht. Und was ist, das ist wahrscheinlich so ein... Das ist nicht wirklich nichts. Oh, das ist das Original. Okay, hier ist der zweite Satzanfang. Was dem Ambiente des Restaurants helfen könnte, wäre... Sollen wir nicht auf die Warten essen? Und wir essen erst eine Vorspeise oder so? Oder? Ja. Noch mehr Kronleuchter. No Angels Musik. No Angels Musik. Ich finde aber, was dem Ambiente des Restaurants helfen könnte, ist auf jeden Fall lebendige Blumen. Ja. Ich finde das total irgendwie unterdrückend. Weil das ist so schön gemacht mit diesen Ornamenten und sowas. Und dann sind diese billige... Nein, nicht anfassen, da sind die Mikrofone drin. Ach so. Und du magst Lavendel noch so. Ja, aber nicht Plastik. Okay, nächster Satzanfang. Geschmacklich ziehe ich ja den australischen Flusskrebs, den blauen Florida-Krebs vor, weil... Oh Gott, den schon zu wiederholen ist ja der schon Satz Aufgabe. Ist schon eine Aufgabe. Also geschmacklich ziehe ich den
jeden Fall den australischen Flusskrebs, den blauen Flusskrebs vor. Okay. Doch, weil... Wo hast du den denn jetzt her? Der ist ein bisschen größer. Weil der ist ein bisschen größer, deswegen zieht sie den geschmacklich vor, weil das ist mehr. Aber das Problem ist, er steht gar nicht auf der Karte. Nee, es gibt keine Flusskrebs. Ich habe es gelesen, da steht nur Lachs drin. Ja. Oh, ich habe gestern so eine Dokumentation geschaut über Flusskrebs. Deswegen machst du auf, nur immer klug. Ich sag für rote, gelbe, blaue. Ich mag sowas. Ja, die waren voll geil. Jetzt bin ich geworden. Ja. Yes. Nimm einfach den Vorspeisenteller. Der müsste eigentlich für zwei reichen, glaube ich. Hm? Ja, es war nicht ganz korrekt, weil sie musste eigentlich Florida-Krebs sagen. Lassen wir es gelten? Ja, Florida-Krebs, Flusskrebs, dasselbe Ding. Wissen wir doch gar nicht. Doch, ist die Cousine von Ariel. Ist okay, okay. Lass mir Geld. Die Cousine von Ariel von mir aus. Ein Flusskrebs ist die Cousine? Ja, die sind doch alle irgendwo verwandt. Ist doch für einen guten Zweck, komm. Na gut. Komm, ist für einen guten Zweck. Ja. Das reicht. Warten wir denn jetzt mit dem Rest? Oder? Ich weiß es nicht. Nehmen wir erstmal den Vorspeisenteller. Oh, ja. So, liebe Lucy, du hast die erste Runde bestanden, die 50-Euro-Stufe. Ich gratuliere dir. Und wenn du mich hören kannst, dann frage den Kellner nach einem 1990er Chateau Latour. Ganz teurer Wein. Entschuldigung, haben Sie eine Weinkarte? Ich frage dann direkt, haben Sie einen 1990er Chateau Latour? Ja, der ist etwas sehr exklusiv, das führen wir leider nicht. Was? Tut mir leid, nee. Ist, soweit ich weiß, irgendwie... Das ist aber doof. Also, 1000 Euro die Flasche. Ja. Leider nicht das Klientel. Weißt du, Robert, nicht mal guten Wein werden hier geschätzt. Seit wann hast du Ahnung von Wein? Das gehört zum guten Benehmen dazu. Verstehe. Ich musste zumindest fragen, ob es den gibt. Aber bisher macht es sich noch gut und er merkt auch noch nichts, oder? Ist ja, so. Ist schön, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen Drive reinkommen. Muss mal ein bisschen Drive rein, ne? Muss ein bisschen Drive rein. Okay, zweite Runde, jetzt geht's um 150 Euro. So, du wirst jetzt pingelig und ordnungsliebend und wenn der Kellner gleich wiederkommt, dann bestellst du einen feuchten Lappen und ein trockenes Tuch, ja? Und dann wischst du den Tisch und polierst mit dem Tuch das Besteck. Ich will das hier weg haben. Ich finde das ein bisschen too much. Oder brauchst du das? Können wir das bitte weg haben? Ja, ist mir echt ein bisschen... Platz. Ja, genau. Zu viel, zu unordentlich. Das ist viel Krimskrams hier. Und könnte ich einen feuchten Lappen und so ein trockenes Tuch haben? Okay. Boah, du bist aber echt anstrengend. Ja, das brauchen wir nicht. Vielen Dank. Robert ist ein bisschen verwundert jetzt langsam. Also jetzt langsam kommt es. Es ist auch ein bisschen übertrieben, weil das wirklich ein sehr feines Restaurant ist. Es ist wirklich sauber. Es ist blitzeblank. Sauber. Es ist alles blitzeblank. Nein. Ja. Mann, was ist denn aus dir geworden? Du warst doch früher nicht so. Ja, hallo? Das muss echt ein bisschen sauberer hier werden. Ja, du machst mich wahnsinnig. Also, nimm das kurz weg, bitte. Meine Freundin hat gesagt, von sowas kriegt man Pilze. Was kriegt man? Pilze. Ohne Scheiß. Man kriegt von sowas Pilze. Ja. Ich finde es echt irgendwie, ich mag es nicht, weißt du, ich mag es nicht, wenn Brotkrümel von den anderen Leuten auf dem Tisch liegen. Mag ich nicht. Die machen das nie sauber. Unmöglich. Es gibt halt sauber. Richtig sauber, krankhaft sauber, steril. Wie geil. Schau mal, das kriegt man richtig. Schau, siehst du, was ist ein Unterschied? Hast du eigentlich schon was davon gegessen? Nee. Sehr gut, sehr gut. Da hat er aber komisch schon mal geguckt, ne? Ja, der war schon ein bisschen verwirrt. Damit hast du die zweite Runde auch geschafft. Sehr lecker. Ja? Käse. Aber ich mag das Grüne nicht. Okay, wir kommen zur dritten Runde. Jetzt geht's um 250 Euro. So, dritte Runde, Konzentration, Klassenarbeit. Ganz so schlimm wird's nicht. Aber wir wollen dein Allgemeinwissen testen. Hier kommt die erste Frage.
Welchen Sprung gibt es beim Eiskunstlaufen? Wenn du denkst, es ist ein Kurt, dann bestelle dir einen Schnaps und stürze ihn runter mit den Worten, hau weg die Scheiße. Wenn du denkst, es ist ein Axel, dann erhebe damenhaft dein Glas, schenke Robert einen intensiven Blick und äußere in zarter Sprache à votre santé. À votre santé. Santé. À votre santé. Aber ich hab nichts mehr. Das ist vielleicht besser. Hier à votre santé. Stimmt, ist besser so. Ich hab dir gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr trinken. Das ist doch gut so. Du kriegst doch nichts mehr. Schlimm. Okay, richtig. Hier kommt die nächste Frage. Wo steht das berühmte 100-Wasserhaus? So, wenn du meinst, dass es Wien ist, dann positioniere alles ordentlich auf dem Tisch. Und wenn du meinst, es ist Graz, dann beschwere dich beim Kellner über eine vermeintlich rostige Gabel. Ich bin ein bisschen nervös vor dem Gespräch. Wir wollen ja mit dir werben. Ja. Das ist das Problem. Gerade in den Branchen, die lecken sich ja nicht. Das ist mehr Webdesigner als alles andere. Lass mich doch. So spannend. Das ist mein Bereich. Ist das dein Bereich? Ich brauche Ordnung, Mann. Ich bin wahnsinnig. Ja, aber Hauptsache, du hast deine Uhr in meiner Tomate drin. Weißt du was, ich bin Monk. Kennst du Monk? Ja, aber seit neuestem erst. Nein, du kennst mich gar nicht. Ich bin jetzt richtig, ein richtig krasser Monk geworden. Okay, nächste Frage. Welcher der beiden Begriffe steht für eine Doktorarbeit? Wenn du dir sicher bist, dass es sich um das Physikum handelt, dann trage die kommende Minute deine Nase ganz hoch. Wenn du aber glaubst, es ist die Dissertation, dann überprüfe den Sitz von Roberts Kleidung und korrigiere sie ein wenig. Ja! Ja, sag, es ist unordentlich. Das muss hier gerade sein. Also dreht voll durch. Ja. Ordentlich. So, meine Liebe, die dritte Runde hast du damit auch bestanden. 250 Euro kannst du jetzt mitnehmen. Und der deutschen Hungerhilfe kannst du damit auch schon sehr, sehr viel helfen. Aber mit 1.000 Euro kannst du natürlich viel mehr erreichen. Ja, klar. Wenn du weiterspielen möchtest, dann sage, dass du ab jetzt nur noch mit Ludmilla angesprochen werden möchtest, weil diese neumodischen Namen doch ein ganz falsches Bild vermitteln. Weißt du, was ich überlegt habe? Ich habe gemerkt, dass ich die Leute als Lucy ganz komisch annehme. Weil Lucy ist so ein neumodischer Name und es gibt ganz viele Leute, die es bevorzugen, mich Ludmilla zu nennen. Also das klingt halt schon feiner. Vielleicht aber auch, weil Lucy einfach mehr so ein Mädchenname war und Ludmilla hat mehr nach Frau klingt. Ich möchte, dass du mich jetzt Ludmilla nennst. Ab jetzt. Ich denke so, wie es mir gerade passt. Ich bin nicht mehr die Lucy. Ja. Ich will auch nicht mehr die Lucy sein. Ich merke das schon, aber das Problem ist... Ich bin Ludmilla und das müssen die Leute irgendwie begreifen. Die können mich nicht die ganze Zeit ansprechen, sagen, ich kenne dich, du das bist dich. Richtig, aber du kannst es doch nicht mit Gewalt rausbringen. Und das versuchst du doch anders. Ja, ich habe aber keine Lust, mich die ganze Zeit irgendwie zu rechtfertigen, zu erklären und den Leuten irgendwie... ich kenne dich, bist du nicht die? Nee, bin ich nicht. Oh mein Gott, das hat aber echt lang gedauert. Irgendwann muss ich ein bisschen feiner werden, damit ich erwachsener werde. Okay, vierte Runde. Jetzt geht's um 500 Euro. Liebe Ludmilla, jetzt zeige uns, wie gut du dich in deiner neuen Rolle auskennst und demonstriere richtige Tischmanieren bei dem Typen am Nachbartisch. Der ist rechts hinter dir, ja? Zu dem gehst du jetzt hin und erklärst dem Tischmann, weil das nervt dich, wie der da sitzt und wie der sich verhält. Aber bitte, spiel es total ernst. Du kannst auch ruhig sauer zu ihm werden, ja? Die Sache ist halt, weißt du, wie viele Leute mich immer bemahnen? Wie gesagt, warum hast du das nicht so gemacht? Er trinkt aus der Flasche. Ich bin, glaube ich, gerade echt voll auf so einen... Man merkt es ja auf jeden Fall. Du bist voll an der Wasser gerade. Also positiv, beziehungsweise... Ich weiß nicht, da habe ich so... Stark beschäftigt. Total. Hallo, Entschuldigung. Hallo? Könnte ich Sie was bitten? Okay. Ja. Ich würde Sie sehr, sehr gerne bitten, vielleicht die Zeitung einfach mal
hinzulegen. Mhm, aber ich mache gerade Mittagspause, ich meine Zeitung. Robert guckt auch, versucht wegzugucken, aber er muss noch ein bisschen hinschauen. Ich finde es ein bisschen unhöflich, einfach hier, weil alle essen deren Mittagsessen. Mhm. Und das ist ein bisschen auch die Sitzhaltung einfach nicht so ganz in Ordnung. Aber hat sich keiner beschwert. Schau mal, Robert. Genau das meine ich. Was denn? Das sind keine Umgangsformen. Das sind keine Manieren am Tisch. Das stimmt. Wieso? Weil ich Zeitung lese. Nee, weil sie einfach die Füße einfach mal ausgestreckt haben, weil hier die Zeitung hochgenommen haben. Und du kannst jetzt auch mal das Handy weglegen. Bitte? Aber weißt du, was ich super finde? Sie sagt Umgangsform und trägt dieses Rolling Stones T-Shirt. Das sieht null fein aus. Okay. Ja gut, machst du das? Pass auf, du bist immer noch genervt. Du gehst jetzt nochmal hin zu dem Gast, weil er es immer noch falsch macht. Erklärst es ihm nochmal und ruhig ein bisschen herrischer, umgangsfrohend. Du bist echt sauer über den Typ. Oh mein Gott, jetzt haut sie runter. Ich finde es jetzt wirklich, wirklich besser, wenn sie sich einfach ein bisschen gerader stellen. Das soll ein feines Restaurant sein. Mhm. Und also ich meine, aus der Flasche trinken ist auch, gehört sich nicht. Zumindest nicht also, für so ein Restaurant. Also mich stört es jetzt, dass ich hier so esse. Ja. Mhm, ich meine, hier, schauen Sie mal. Also weil sich einfach keiner diese Tage und die heutige Tage irgendwie benehmen. Schauen Sie, Robert. Naja, hat die Ellbogen auf dem Tisch, Handy liegt auf dem Tisch. Ich meine, der, ja. Ist nicht viel anders als nein, überhaupt nicht. Nee, ich möchte dann gerade auch nicht als Beispiel nehmen. Ah, gut. Nehmen. Das hab ich jetzt so also verstanden. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich schäme mich. Wollen Sie, haben Sie sonst noch ein paar Tipps? Wollen Sie so werden wie er? Ich kenne ihn nicht, also... Ich meine, wie Robert sollte man lieber nicht werden. Nee, dann mache ich das auch nicht. Was stört Sie denn noch? Die Ellbogen auch auf dem Tisch. Also das ist... Man legt die Hände so auf den Tisch. Man nimmt das Besteck. Genau. Wenn ich die Hände auf den Tisch... Ey, sag mal. Wirklich? Die Hände auf den Tisch lege, kann ich ja nicht essen. Ich hab meine Hände auf den Tisch. Komm, noch wirklich ein letztes Mal, bitte. Ermahne ich dich. Bitte, gerade sitzen. Sitzt du gerade? Gerade. Bitte, ich möchte jetzt wirklich nicht schreien. Wirklich. Und jetzt zu Julian. Jetzt essen zu Sie ordentlich. Essen Sie ordentlich jetzt. Sie nehmen das aber sehr ernst. Ja, nehme ich. Also bevor das eskaliert, mache ich es gerne so, wie Sie möchten. Bitte. Ich setze mich gerade hin, nehme Messer und Gabel in die Hand. Ist es so genehm? Jetzt bist du drinnen, Lucy. Ja, jetzt haben wir dich. Es geht jetzt noch weiter. Du bist gut jetzt. Und damit hast du die 500-Euro-Stufe geschafft. So, Dankeschön. Dankeschön. So, Ihr Getränk. Ich habe echt viel zu viel Kaffee gehabt. Ich glaube auch. Okay, wir kommen jetzt zur letzten Runde, Lucy, zur fünften Runde. Jetzt geht's um 1.000 Euro. Okay, pass auf, jetzt leg deine Hände auf Roberts Schultern, blicke ihn in die Augen und dann sprich mir nach. Was ist mit dir los? Robert. Ich habe großes Vertrauen in dich. Bitte. Ich habe echt ein großes Vertrauen in dich. Trage auch du die Moral weiter. Cool. Trage bitte diese Moral weiter. Ich versuch's. Aber setz dich bitte hin. Und nimm bitte die Ellenbogen vom Tisch. Kommt bitte die Ellbogen vom Tisch, bitte. Ich hab die Ellbogen nicht auf dem Tisch. Und dem Gast nochmal zurufen, essen Sie ordentlich. Sie essen ordentlich. Ich esse jetzt ordentlich? Ja, gut. Machen Sie es bitte. Was ist daran nicht ordentlich? Das Gesamtpaket zählt. Nicht einfach nur die Hände und nicht nur, wer man schneidet, sondern die Füße gerade auf dem Boden. Gerade auf dem Boden, ja. Sind wir bei der Windsor hier oder was? So, meine Liebe, jetzt stehst du auf, Lucy. Es geht um 1.000 Euro. Steh jetzt auf, Lucy. Steh auf. Du bist voller Elan. Du bist voller Feuer. Und du sagst, meine Damen und Herren, alle hier im Restaurant, Silence. Ich habe Silenzium. Was zu sagen.
Entschuldigung, ich möchte bitte ganz kurz was sagen. Sag, mir sind Umgangsformen wichtig. Mir sind Umgangsformen sehr, sehr wichtig. Und Tischmanieren. Und Tischmanieren. Bitte verhalten Sie sich ordentlich. Bitte verhalten Sie sich ordentlich. Ich bin Ludmilla. Können Sie mich mal essen lassen? Ich bin Ludmilla. Ich bin die Schirmherrin der Initiative zur Verbesserung der Umgangsformen. Ich bin die Schirmherrin der Initiative zur Verbesserung der Umgangsformen von Jugendlichen. Und jetzt klatschen Sie. Dankeschön. 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 Klatschen. Die Umgangsform würde jetzt eigentlich einen Applaus hier vertragen. Ist gut, okay. Aber Sie haben ja keine Manieren, also applaudieren Sie nicht. Das ist viel zu krass. Super, du hast es jetzt geschafft. Jetzt nimm doch Robert an die Hand und gehe zu uns ins Studio. Sag einfach, du willst ihm was zeigen. Ich will dir mal zeigen, was ich jetzt mit meinem Fuß gemacht habe. Komm. Aber bitte mit dem Stuhl nach hinten aufstehen. Mit dem Stuhl nach hinten aufstehen, bitte. Komm. Komm her. Komm, komm bitte. Der arme Robert. Ich hab schon die ganze Zeit gedacht. Ey, das ist geschossen, die ganze Zeit. Ein Glück, dass du es nicht getan hast. Dass du es nicht gesagt hast. Ansonsten würde jetzt die deutsche Welthilfe nichts haben. Hallo. 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 Pass mal auf. Genau. Pass mal auf. Du Psychopath. Komm zu uns. Pass auf, ich klär dich auf. Ist oder Quiz? Wir haben Lucy gefragt. Sie hat ja gesagt. 5 Runden musste sie bestehen. Sie hatte die ganze Zeit einen Knopf im Ohr. Sie hat es bestanden. Ihre Umgangsformen sind sehr, sehr schön. Sehr, sehr selbst gut. Vorher 1.000 Euro. Bitte schön. Für deine schöne Stiftung. Für die Welthungerhilfe. Für die Welthungerhilfe. Wunderbar. Aber Robert, du hast dir ein bisschen Sorgen schon um sie gemacht. Hat er. Der war so ernst. Ich habe es wirklich. Und das Interessanteste ist. Auf jeden Fall eine gute Sache, deswegen erspare ich dir weitere Sachen. Und das Wichtigste ist, es gibt wirklich eine Agentur, die eine Seite für mich machen wird. Die ist zwar nicht aus Siegburg, sondern aus Essen. Machen wir auf jeden Fall. Ich überlege. Nein, doch, natürlich. Oh nein. Die 1.000 Euro. Ja. Aber erstmal in diese wunderbare Stiftung. Da sind jetzt, hiermit werden schon 13.000, die ich in 3 Jahren gewonnen habe. Sehr gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Danke. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, schön. Robert, sehr überzeugend. Und Ludmilla. Tschüss. Danke. Ciao. Das ist eine nette, die Lucy, das hab ich oder? Ich habe schon gesagt, dass sie nett ist. Total natürlich, absolut. Herzlich, überhaupt nicht abgehoben, stressig. Das kann ich mir auch vorstellen mit der. Was kannst du dir genau vorstellen? Ja, so eine Moderation. Was für eine Moderation? So zum Beispiel. Hier. Was zum Beispiel? Wer ist oder Chris? Warum? Wer, wenn dir jetzt was zustoßen würde. Was sollte mir denn zustoßen? Ist ja nur so theoretisch. Morgen sehen wir uns wieder. Ist oder Quiz? Auf ZDF Neo. Tschüss. Tschüss. Was genau sollte mir denn zustoßen? Habe ich nichts, dir in letzter Zeit eigentlich gesagt, dass mir dein Hals sehr gut gefällt, weil ich drücke und drücke und drücke und du kriegst immer noch Luft. Das tut weh. Bitte sei ein bisschen vorsichtiger, ja.